Hallo Mädels, ich war gestern Abend auf der iGlam und ich hatte eine riesen Anfrage. Alle fragen mich, ob ich Videos mache und all sowas und ich habe es bis dato nicht gemacht. Jetzt fange ich einfach mal auf gut Glück damit an. Okay, also ich bin komplett neu in dem Gebiet. Video, YouTube, Make-up und sowas. Und ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Patzer verzeihen. Ja, worum es geht, ist die iGlam gestern. Ich war da, ich war auf der Gästeliste und ich wollte eigentlich ein bisschen was darüber erzählen und euch mal die Geschenktasche zeigen, die mit euch auspacken und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das Ganze war in Düsseldorf, in einem Loft im Hinterhaus und es war brechend voll. Es waren 10 YouTuber da, jeder hatte 5 Abonnenten dabei und man konnte sich die Haare machen lassen, man konnte sich schminken lassen und es gab ein Buffet, es gab kleine Brote, Sekt, allgemein Getränke und es war einfach klasse. Es war ein super Abend und zu Anfang haben wir noch einen Make-up-Pinsel geschenkt bekommen, den man sich gravieren lassen konnte. Und den zeige ich euch mal ganz schnell. Das ist ja ein ziemlich hochwertiger Make-up-Pinsel. Da steht auch iGlam Party drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und den konnte man sich gravieren lassen. Ich war für Twinkle Mina da und habe dementsprechend Mina und meinen Namen darauf gravieren lassen, was man leider nicht sieht. Nein, geht nicht. Naja, jedenfalls steht da Mina und Jessie. Und ich möchte natürlich ein Andenken, klar. Und am Ende, als man die Taschen wieder abgeholt hat und die Jacken und alles, hat man eine komplette Tüte bekommen mit Unmengen an Sachen drin. Ich war überwältigt. Damit habe ich nie gerechnet. Und das ist die Tasche. Steht auch schön iGlam drauf. Und die packen wir jetzt mal zusammen aus. Und zwar haben wir Shampoo von Glisskur. Ultimate Volumen Shampoo. Und passend dazu von Glisskur die Ultimate Volumen Spülung. Ist natürlich super. Ich liebe Spülung. Ohne Spülung geht gar nichts. Dann haben wir ein kleines Päckchen von Shiseido. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist ölabsorbierendes, mattierendes Papier. Also ich kann da jetzt nicht allzu viel mit anfangen, noch nicht, weil ich noch nicht ganz genau weiß, was es ist. Aber ich werde es mal ausprobieren. Dann für die Haare von Schwarzkopf Got2b Haarwachs. Schön in Pink. Wobei Pink eigentlich nicht so meine Farbe ist. Ein Lidschatten ist drin von, auch von Shiseido. Shimmering Cream Eye Color. Das ist in so einem kleinen Papp-Päckchen. Und der Lidschatten sieht so aus. Von vorne, von oben. Es ist so ein rosa Ton. Ich mag den euch jetzt nicht offen zeigen. Ich habe den schon benutzt. Nein, lieber nicht. Und ja, der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe den auch gerade drauf. So schimmernd. Wirklich schön. Jetzt geht das Ding nicht mehr zu. Dann
wo ich wirklich absolut nicht mit gerechnet hätte, dass da sowas drin ist. Ein Parfüm, ich weiß nicht, von DKNY. Es sind drin 50 Milliliter, also ein recht großes Paket. Und das Fläschchen sieht so aus. Wirklich unheimlich süß. Erinnert mich irgendwie an einen Apfel. Ja, riecht wundervoll. Schön frisch und das werde ich natürlich sehr sparsam benutzen. Weil es einfach zu toll ist. Und der Knaller, wir haben zu der Tasche noch ein ziemlich großes Paket bekommen. Und das hat's in sich. Einen Lockenstab von Grundig, womit sie mir dann auch die Haare gemacht haben. Wenn ich den mal aufmache, den habe ich natürlich schon ausgepackt. Ich bin ja so neugierig. Ein Lockenstab mit An- und Aus- und Volumenregler, Hitzeregler, wie auch immer. Ja, damit werde ich mir dann mal öfter die Haare machen. Einfach zu toll. Und ja, das Ganze fing um 18 Uhr an. Ich bin so 20 nach 10 bin ich abgehauen, weil ich nach Hause musste mit dem Zug und allem. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen und ich bin da skeptisch. Naja, aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht's gut!